Moin, Stefan von Crazy Detectors hier. Heute geht es um den Pitch-Ton beim Detektor. Braucht man ihn nicht, wofür ist er überhaupt gut? Und wenn du nicht weißt, was das überhaupt ist, bist du hier genau richtig. Bevor wir starten, lass diesem Video doch schon mal ein Däumchen hoch hier und abonniere auch den Crazy Detectors YouTube-Kanal, denn nur hier bei Crazy Detectors gibt es die besten Videos rund um die Schatzsuchertechnik. Und ohne Umschweife starten wir jetzt mit dem Pitch-Ton. Der liebe Gott sprach, es werde Licht. Okay, vielleicht ein bisschen später in der Zeitlinie, aber seit Anbeginn der Schatzsucherzeit mit dem Metalldetektor ist es so, dass für den Schatzsucher ein wichtiges Kriterium ist, und zwar die Akustik. Der Metalldetektor spuckt nämlich ein akustisches Signal aus, sobald er ein metallisches Teil sehen kann. Und es hat sich bis heute nicht geändert. Das ist, und das schreibt hier in den Löffel, das Wichtigste am Detektor: der Ton. Der Ton macht die Musik. Und in den letzten 20 Jahren, nur um das nochmal ganz kurz zu erklären, bevor wir zum Pitch kommen, in den letzten 20 Jahren hat sich so eingegliedert, dass die Detektoren meistens drei Töne haben. Ich weiß, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber ne, so. Und es war immer so, jetzt muss ich erstmal gucken, so, ich bin im Dreiton und ja, ich habe wieder ein Deus 2 in der Hand, weil da ist einfach kein Kabel jetzt zwischen. Oh, Stefan, deine Videos sind immer so Deus 2-lastig. Ja. So, also, es hatte sich immer eingegliedert, dass ein Eisenton immer dunkel ist, ein Goldring oder der mittlere Leitwertbereich immer einen mittleren Ton kriegt und Aluminium und Silber zum Beispiel einen hohen Ton bekommt. Das heißt, wir können anhand dieser drei Töne, ohne auf das Display zu gucken, sagen, in welchem Leitwertbereich wir finden. So habe ich angefangen und viele von euch wahrscheinlich auch. Jetzt ist es so, dass wir heute jede Menge Einstellmöglichkeiten mehr bekommen. Ist ja auch der Grund, warum ich so viele Programme machen kann, weil ich mehr Tools an der Hand habe. Tools wie zum Beispiel Tonhöhen einstellen, wann soll der Ton sich ändern, bla bla blub. Und nicht nur die Tonhöhe, sondern auch wie viele Töne will ich haben. Zum Beispiel will ich 60, will ich 6, will ich 2, will ich 1 haben oder will ich den Pitch haben. Und der Pitch ist so eine Sache wie Sauerkraut. Manche mögen es, manche nicht. Ich zeige dir jetzt nochmal, wie sich der... Ich habe die Disc natürlich runtergenommen, weil hier drin stört es ein bisschen. Ich zeige dir mal anhand, nehmen wir mal den Goldring, die Entfernung ungefähr. Also wie verhält sich der Ring, wenn er nah ran ist und weiter weg ist? Pass auf. Also. Wir hören, dass der Ton ein bisschen leiser wird. Die Tonhöhe ist aber immer die gleiche. Und jetzt passt mal auf. Wenn ich jetzt in den Pitchton gehe, wird dir was auffallen. Gleicher Ring. Dir sollte aufgefallen sein, dass der Pitch eine Tonmodulation der Tiefe ist. Das heißt, wir bekommen akustisch angezeigt, wie weit ist das Ding weg, weil mehr macht das nicht. Wenn ich jetzt die große Münze nehme und hier hinten anfange, dann ist der Ton leise und tief. Und je näher ich komme, umso lauter wird er. Aber dem ist das egal, ob es jetzt die hier ist. Oder der Goldring ist der gleiche Ton. Das heißt, ich kann über den Pitch keinerlei Materialerkennung raushören, außer es ist Eisen. Wenn der Disc ordentlich angepasst ist, dann bekommst du das, dieses. Aber ansonsten keinerlei Chance. Alles, was über dem Disc liegt, kommt genau gleich rein. Je näher, umso höher. Das Ganze kann natürlich am Anfang verwirrend sein, wenn man gewohnt ist, dass man drei Töne hat und auf einmal klingt alles nur geil, weil man denkt, oh geil, hoher Ton, das sind immer die guten Sachen gewesen. Mittelton, naja, gucken wir mal nach. Aber dass das nur die Entfernung von der Spule zum Objekt ist, verstehen halt viele am Anfang nicht. An für sich verbirgt der Pitch Vor- und Nachteile.
Ich mag ihn zum Beispiel gar nicht, weil ich beim Laufen immer eine Information haben möchte, wie verhält sich das Objekt gerade, was ich höre. Wenn wir zum Beispiel mal hier mal rausgehen und auf mein Sniffer-Programm gehen, damit du das einfach mal gehört hast, wie Töne klingen. Also, ach so, jetzt muss ich hier mit der Sense ein bisschen runtergehen. Ne, sonst tüdelt der hier so rum. So, ne? Also, jetzt hören wir uns mal das Eisen an. Ne, lang gezogen, weicher Ton, den Goldring. Glasklarer Ton. Und jetzt die Silbermünze. Richtig hoher Ton. Das heißt, also ich sage über die Materialerkennung, okay, das will ich graben, das will ich nicht haben. Man kann es natürlich noch, da kommen wir gleich zu, man kann es natürlich noch auf die Spitze treiben. Man nimmt zum Beispiel das Easy-Programm. Und jetzt gucken wir, was passiert. Eisen, wie wir es gewohnt sind, tiefer Ton. Der Goldring, komplett laut. Egal was du machst, der ist immer laut da. Das heißt also, hier habe ich zum Beispiel gesagt, ich möchte weniger Infos haben. Ne? Ich möchte also starke Signale haben. Und das kann ich aber immer nur machen, wenn ich jetzt in den Pitch hier gehen würde, dann würde das gleiche passieren wie gerade. Das gibt mir keinerlei Information. Nur die Entfernung der Spule zum Pfund. Warum gibt es also diesen Pitch? Zum einen finde ich ihn nicht verkehrt, wenn man zum Beispiel im Park unterwegs ist, weil im Park will ich nur so tief. Das ist die Tiefe, da liegen die meisten Funde. Ich möchte im Park aber auch kleine Ketten haben zum Beispiel. Und, jetzt muss ich gucken, welches Programm wir hier sind. Ne, du hörst halt die Ketten ein bisschen besser, weil sie halt nach oben schrillen und in den lauten Bereich reinballern, wenn sie nah liegen. Und ansonsten eher so im mittleren bis Eisenbereich reinkommen, wenn du einen Dreiton benutzt. Ne? Dann kann es wirklich Vorteile haben. Also immer wenn ich feine Sachen in dem Bereich suche, kann der Pitch von Vorteil sein, wenn ich mich nicht mit den Tönen befasst habe, die einzustellen. Also wenn ich ein Parkprogramm mache, wie zum Beispiel das Edge oder das Sharp, dann sind meine Töne natürlich so angepasst auf das Gebiet, was ich brauche. Aber nicht jeder möchte sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Also ich sag mal, im Park hat der Pitch schon seinen Nutzen, weil du halt nicht die tieferen Töne brauchst, also oder bekommst für tiefliegende Objekte. Weil deine Objekte eigentlich eher in diesem Bereich sind und da ist er immer laut. Warum ich persönlich den Pitchton nicht mag, ist eigentlich super einfach erklärt. Ich passe meine Detektoren ja immer an, damit sie schön klingen. Wie eine Frau oder ein Mann, der dir da in das Ohr säuselt und dir was Nettes flüstert. Wenn ich immer das hier höre, da denke ich so ein bisschen daran, ich werde gerade angeschimpft. Hast du wieder Dreck unter die Schuhe gehabt? Und wenn ich aber hingehe und sage, ey, pass auf, ich will jetzt hier schöne Töne haben. Ich nehme zum Beispiel das hier. Das klingt wie Singen. Das ist der erste Grund, warum ich sage, ich mag den Pitch persönlich nicht. Und es hat auch noch andere Gründe. Beim Pitch besteht immer die Gefahr, dass die tiefliegenden Sachen, die ich bis hier höre, ne, immer gleichbleibend lauter Ton und heller Ton, ja, bis hier ungefähr, im Pitch gar nicht hören kann. Und wenn ich sie höre, dann habe ich diesen komischen Ton. Das kann ganz schön Gefahren birgen, dass wenn jetzt gerade ein Windstoß ist und du hörst diesen Huschi nicht, dann überläufst du diese Münze. Das ist ja auch das, was viele beim Sniffer sagen, denen sind die Töne zu weich beim Sniffer, weil ich ja auch dieses Verhalten möchte. Ich möchte ja, dass die tiefen Sachen ein bisschen leiser sind, weil man dann besser raushören kann, liegt ein Objekt oben drüber. Also ist zum Beispiel ein Eisennagel oben drüber, aber die Münze liegt drunter. Da kann ich euch nochmal Videos zeigen. Das kann man wirklich raushören. Und der Pitch ist da für mich einfach nicht wirklich, ja, brauchbar. Kann bei dir anders sein, du kannst deine eigenen Gründe haben, vielleicht stehst du auf sowas.
Ein Pitch ist auch nicht immer verlässlich genug. Zum Beispiel kann ein Pitch immer anders reagieren, je nach Frequenz, die du nutzt, je nach Programm, welches du benutzt oder vor allen Dingen auch welchen Detektor du benutzt. Es kann sein, dass im Parkprogramm das keinen Unterschied macht, weil du halt nicht die Tiefe generell generieren kannst. Aber ich kann dir ein Beispiel an meinem Deus 2 zeigen, wo man das ganz extrem sieht. Und zwar bin ich ja gerade am Salzwasserprogramm dran, da noch den letzten Schliff zu machen. Und normalerweise bin ich mein Salzwasserprogramm immer so gelaufen, mit Threshold und Pitch. Und jetzt pass mal auf. Denk daran, Leistung ist runter, bla bla. So. Ne? Da ist Ende. Wenn ich jetzt ganz normal auf den Vierton gehe, auch mal auf Pitch. Fassen wir also nochmal schnell zusammen. Stefan mag den Pitch nicht, du kannst ihn gerne mögen. Ich verurteile dich deswegen nicht. Vorteile beim Pitch ist immer, wenn es um einen Nahbereich geht, zum Beispiel um eine Nachsuche auf einem römischen Acker nach ganz feinen Münzen, die hochkant stehen und so weiter, da lasse ich das wirklich zu. Oder im Park auf Kettchen, wenn ich keine Lust habe, mir die Programme anzupassen oder zum Beispiel das Edge oder das Sharp zu nutzen, dann kann man den Pitch nutzen. Nachteile sind, wie gesagt, es ist nur Tonmodulation der Tiefe. Je weiter das Objekt weg ist, umso leiser, umso tiefer der Ton. Je näher ran das Ganze ist, umso lauter, umso höher der Ton. Null Materialaussage. Und wir haben das Problem, dass der Pitch, dadurch, dass er ja nur leiser wird und die Töne dumpfer werden, dass wir dadurch die Akustik nicht mehr auf die Ohren kriegen, die wir brauchen, um die tiefen Sachen zu finden. Und je nach Modus, Detektor und so weiter, kann es passieren, dass deine Leistung halbiert ist. Teilweise. Ich weiß zum Beispiel beim Triple Score, wenn man den Pitch im Park benutzt, macht es keinerlei Unterschied. Du kommst auf die gleiche Tiefe ungefähr, ob du Pitch nutzt oder das normale Tonprofil. Aber gehst du dann in das Relikte-Programm, wirst du sehen, dass da fast die Hälfte fehlt. Ich hoffe, ich konnte dir das Ganze mal ein bisschen näher bringen, Vor- und Nachteile von dem Ganzen. Und ja, wenn dir das gefallen hat, Däumchen hoch, Kanal abonnieren. Ich bin dann mal raus. Hier ist der Sweet Spot. Hier klingt es super sauber und hörst du dieses Grummeln am Ende? Ne, wenn ich weiter aushole, dann hört man, dass da viel Zeug im Boden ist, aber hier liegt es. Also hier vor.